Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil in der Videoreihe zur Entgeltabrechnung. In den vorherigen drei Videoteilen haben wir schon einiges gelernt über die steuerlichen Abzüge und die sogenannten Sozialversicherungsbeiträge, die ebenfalls vom Bruttoentgelt abgezogen werden. In diesem letzten Video geht es nun um die sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen. Das heißt, ihr lernt hier, mit ein paar Besonderheiten im Rahmen der Sozialversicherung umzugehen. Hä? Ja, leider ist das so. Und damit ihr das Ganze besser versteht, schaut euch dieses Video an. Viel Spaß beim Zuschauen! Aus den vorhergehenden Videoteilen kennt ihr bereits die Mitarbeiterin Anna Clausen. Für diese Mitarbeiterin haben wir ja schon einige Entgeltabrechnungen durchgeführt. Wie bei allen Entgeltabrechnungen solltet ihr euch zunächst einmal die Steuermerkmale der Mitarbeiterin genauer anschauen. Sie ist in Steuerklasse 3, Mitglied der evangelischen Kirche, sie hat einen Steuerfreibetrag von 200 Euro pro Monat und einen Kinderfreibetrag. Darüber hinaus, das wisst ihr ja schon aus den Videoteilen vorher, solltet ihr euch den Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung anschauen. Dieser Zusatzbeitrag beträgt bei der Mitarbeiterin 1,8%. Wenn ihr euch die Videoteile vorher bereits angeschaut habt, dann wisst ihr ja schon, welche Bedeutung diese einzelnen Angaben für die Entgeltabrechnung haben. In diesem Beispiel soll es nun so sein, dass Anna Clausen ein Bruttogehalt in Höhe von 5.362 Euro erhält. Zusätzlich erhält sie in diesem Monat von ihrem Arbeitgeber ein Urlaubsgeld in Höhe von 500 Euro, sodass sich ein sozialversicherungspflichtiges Entgelt in Höhe von 5.862 Euro ergibt. Von diesem sozialversicherungspflichtigen Entgelt ziehen wir nun den Steuerfreibetrag ab. Zur Ermittlung der Steuerabzüge haben wir also ein steuerpflichtiges Entgelt in Höhe von 5.662 Euro. Aus dem zweiten Teil der Videoreihe wisst ihr ja schon, wie man mit einer Lohnsteuertabelle umgeht. Ihr wisst dann auch schon, wie man auf der Grundlage des steuerpflichtigen Entgelts in dieser Tabelle die richtige Zeile findet. Da die Mitarbeiterin ja in der Lohnsteuerklasse 3 ist, ermitteln wir eine Lohnsteuer in Höhe von 659,66 Euro. In der Steuerklasse 3 und mit einem Kinderfreibetrag muss die Mitarbeiterin trotz des hohen Einkommens noch immer keinen Solidaritätszuschlag leisten. Die Kirchensteuer beträgt in der Steuerklasse 3 mit einem Kinderfreibetrag 39,94 Euro. Insgesamt fallen für unsere Mitarbeiterin dann steuerliche Abzüge in Höhe von 699,60 Euro an. Dann können wir nun die Beiträge zu den Sozialversicherungen ermitteln. Beginnen wir wie immer mit der Rentenversicherung. Wie ich euch ja bereits im Teil 4 dieser Videoreihe erklärt habe, müsst ihr nun nur noch auf das sozialversicherungspflichtige Entgelt achten. Das steuerpflichtige Entgelt spielt also hier jetzt keine Rolle mehr. Das ist deswegen wichtig, weil das Einkommen von Anna Clausen ja schon bereits sehr hoch ist. Darüber hinaus müsst ihr nämlich jetzt die Beitragsbemessungsgrenzen beachten. In Klassenarbeiten und Prüfungen werden euch normalerweise die Beitragsbemessungsgrenzen für die einzelnen Versicherungszweige vorgegeben. Ihr müsst diese also nicht auswendig können, da diese sich auch jedes Jahr ändern. Wichtig ist nun, dass ihr darauf achtet, ob das sozialversicherungspflichtige Entgelt über einer der beiden Beitragsbemessungsgrenzen liegt. Bei der Renten- und Arbeitslosenversicherung ist dies nicht so, sodass wir hier die Beiträge wie gewohnt vom sozialversicherungspflichtigen Entgelt berechnen können. Im vorherigen Videoteil habe ich euch das Ganze ja schon ausführlich erklärt. Ihr rechnet also das sozialversicherungspflichtige Entgelt, multipliziert das mit dem aktuellen Beitragssatz in der entsprechenden Sozialversicherung und teilt das Ganze durch 2 wegen der paritätischen Finanzierung. Wenn ihr das jetzt gar nicht versteht, solltet ihr euch wie gesagt den vorherigen Videoteil dazu anschauen. Dort habe ich euch alles genau erklärt. Kommen wir nun zur Ermittlung des Beitrags zur Krankenversicherung. Und genau hier müsst ihr jetzt aufpassen, denn jetzt liegt das sozialversicherungspflichtige Entgelt über der Beitragsbemessungsgrenze. Und wie ich euch ja bereits im vorherigen Video erklärt habe, werden Beiträge nur bis zu dieser Beitragsbemessungsgrenze berechnet. Wir setzen also für die Berechnung des Beitrags für die Krankenversicherung die Beitragsbemessungsgrenze an. Von dieser berechnen wir jetzt den Beitrag. Hierzu müsst ihr wieder den aktuell gültigen Beitragssatz kennen und den Zusatzbeitrag der Mitarbeiterin. Aus den Stammdaten könnt ihr entnehmen, dass der Zusatzbeitrag 1,8% beträgt. Und wieder teilt ihr dieses Ergebnis dann durch 2. Denn auch in der Krankenversicherung wird der Beitrag paritätisch, also zu gleichen Teilen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer, finanziert. Als letztes können wir nur noch den Beitrag zur Pflegeversicherung berechnen. Auch hier übersteigt das sozialversicherungspflichtige Entgelt der Mitarbeiterin die aktuelle Beitragsbemessungsgrenze. Daher setzen wir ja auch hier bei der Berechnung des Beitrags wieder den Wert der Beitragsbemessungsgrenze an. Ihr multipliziert auch hier mit dem aktuell gültigen Beitragssatz für die Pflegeversicherung und teilt das Ganze durch 2.
Ein Zusatzbeitrag zur Pflegeversicherung fällt bei der Mitarbeiterin ja nicht an, da diese offensichtlich ja mindestens ein Kind hat. Wir kommen dann zu einer Summe bei den Sozialversicherungen in Höhe von 1.106,42 €. Und wie ihr es im vorherigen Video bereits gelernt habt, könnt ihr dann das Nettoentgelt berechnen. Wir ziehen also die Steuerabzüge und die Beiträge zu den Sozialversicherungen vom sozialversicherungspflichtigen Entgelt ab und erhalten ein Nettoentgelt in Höhe von 4.055,98 €. Und sicher könnt ihr euch noch an die vorherigen Videos erinnern und dass die Mitarbeiterin eine Sparrate in Höhe von 40 € aufweist. Diesen Betrag zieht der Arbeitgeber dann vom Nettoentgelt der Arbeitnehmerin ab und überweist ihn an das entsprechende Institut, bei dem die Mitarbeiterin ihre vermögenswirksamen Leistungen spart. Am Ende kommen wir dann zu einem Auszahlungsbetrag in Höhe von 4.015,98 €. Bei diesem ersten Beispiel habt ihr also gesehen, dass die Beitragsbemessungsgrenze hier nur bei der Kranken- und Pflegeversicherung zu beachten ist. Schauen wir uns daher das Ganze nochmal in einer anderen Alternative an, denn in diesem Fall soll Anna Clausen ein Bruttogehalt von 8.059 € bekommen. Damit das Ganze nicht so langweilig wird, ist die Mitarbeiterin nun in Steuerklasse 4, sie ist weiterhin Mitglied der Kirche, sie hat einen Steuerfreibetrag von 200 € monatlich und der Kinderfreibetrag soll nun 0,5 betragen. Von ihrem Arbeitgeber bekommt Anna Clausen zunächst einmal einen Zuschuss zu den vermögenswirksamen Leistungen in Höhe von 20 €. Und wie ich euch ja bereits in den vorherigen Videos erklärt habe, erhöht dies ihr sozialversicherungspflichtiges Entgelt. Dieses beträgt nun 8.079 €. Verrechnen wir im nächsten Schritt den Steuerfreibetrag in Höhe von 200 € und wir erhalten dann ein steuerpflichtiges Entgelt von 7.879 €. Da die Mitarbeiterin ja nun in der Steuerklasse 4 ist, zahlt sie entsprechend viel Lohnsteuer. Diese beträgt laut Lohnsteuertabelle 1.956,41 €. Und da unsere Mitarbeiterin ja nun wirklich ein hohes steuerpflichtiges Entgelt aufweist, muss sie nun auch den Solidaritätszuschlag zahlen. Dieser beträgt 49,52 €. Die Kirchensteuer können wir dann wie gewohnt aus der Steuertabelle ablesen und sie beträgt 169,02 €. Insgesamt ermitteln wir also steuerliche Abzüge in Höhe von 2.174,95 €. Kommen wir nun zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Und ihr habt es sicher bereits gemerkt, das sozialversicherungspflichtige Entgelt der Mitarbeiterin überschreitet nun auch die Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversicherung. Das bedeutet für uns dann wiederum, dass wir die Beiträge nur auf der Grundlage dieser Beitragsbemessungsgrenze ermitteln. Das sozialversicherungspflichtige Entgelt spielt in diesem Fall also keine Rolle. Wir nehmen also die aktuell gültige Beitragsbemessungsgrenze, multiplizieren mit dem allgemeinen Beitragssatz für die Rentenversicherung und teilen das Ganze durch 2. Die Mitarbeiterin zahlt dann also zur Rentenversicherung 678,90 €. Und das gleiche können wir nun auch bei der Arbeitslosenversicherung machen. Es ergibt sich ein Beitrag in Höhe von 94,90 €. Berechnen wir nun noch die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Ihr müsst nun darauf achten, dass ihr jetzt eine andere Beitragsbemessungsgrenze verwenden müsst. Die Beitragsbemessungsgrenze für die Kranken- und Pflegeversicherung ist ja niedriger als die für die Renten- und Arbeitslosenversicherung. Auf der Grundlage dieser Beitragsbemessungsgrenze errechnen wir dann wiederum die Beiträge. Bei der Krankenversicherung ergeben sich 408,98 € und bei der Pflegeversicherung 76,06 €. Insgesamt hat unsere Mitarbeiter dann also Beiträge zur Sozialversicherung in Höhe von 1.258,84 € abzuführen. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse ergibt sich dann ein Nettoentgelt in Höhe von 4.645,21 €. Ziehen wir nun noch, wie auch im vorherigen Beispiel, die Sparrate ab, ergibt sich ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 4.605,21 €. Ihr seht also, dass bei hohen Einkommen die Beitragsbemessungsgrenzen zu beachten sind, aber eigentlich ist das Ganze gar nicht so schwierig. Denn die Beiträge zur Sozialversicherung berechnet man dann nur auf der Grundlage der Beitragsbemessungsgrenzen. Wenn ihr das ein paar Mal geübt habt, werdet ihr sehen, dass das Ganze gar nicht so schwierig ist. Am Ende dieses Videos möchte ich aber gerne nochmal auf die Bedeutung der Pflichtversicherungsgrenze eingehen. Ihr habt ja bereits gesehen, dass Arbeitnehmer mit einem besonders hohen Entgelt wählen können, ob sie in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben möchten oder ob sie in die private Krankenversicherung wechseln. Dies können sich die betroffenen Arbeitnehmer also selber aussuchen.
Damit ein solcher Wechsel für den Arbeitnehmer rechtlich überhaupt möglich ist, muss er aber in 3 aufeinanderfolgenden Kalenderjahren die Pflichtversicherungsgrenze mit seinem Einkommen übersteigen. Bei Arbeitnehmern, die ein Einkommen unter der Pflichtversicherungsgrenze erhalten, führt dies also dazu, dass sie pflichtversichert in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind. Wie ihr ja in diesem Video gesehen habt, übernehmen dann der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber den Beitragssatz jeweils zur Hälfte. Bei der Ermittlung des Beitragssatzes ist dann aber wiederum die Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung zu beachten. Achtet also bitte an dieser Stelle unbedingt noch einmal auf den Unterschied zwischen der Pflichtversicherungsgrenze und der Beitragsbemessungsgrenze. Arbeitnehmer, deren Arbeitsentgelt über der Pflichtversicherungsgrenze liegt, haben nun ein Wahlrecht. Sie können in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben oder Mitglied einer privaten Krankenversicherung werden. Bleibt der Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung, dann teilen sich den Beitrag wieder Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gleichen Teilen. Und logischerweise gilt auch hier wieder die Beitragsbemessungsgrenze als Obergrenze für den ermittelten Beitrag. Wechselt der Arbeitnehmer jedoch freiwillig in die gesetzliche Krankenversicherung, gilt etwas anderes. In diesem Fall übernimmt der Arbeitnehmer zunächst einmal den Beitrag selbst. Der Arbeitgeber muss dann jedoch einen Zuschuss zu diesem Beitrag leisten. Dieser beträgt dann logischerweise die Hälfte und bezieht sich wiederum auf die Beitragsbemessungsgrenze. Da unser Arbeitnehmer ja jetzt Mitglied in einer privaten Krankenversicherung ist, gilt für ihn dann die Beitragsbemessungsgrenze allerdings nicht mehr. Dies bedeutet dann für viele Arbeitnehmer allerdings, dass sie einen höheren Beitrag zur privaten Krankenversicherung leisten müssen und der Arbeitgeber sich unter Umständen nicht mehr zur Hälfte an diesen Beiträgen beteiligt. Welche Vor- und Nachteile die Mitgliedschaft in einer privaten Krankenversicherung für einen Arbeitnehmer aber sonst noch hat, das erkläre ich euch in einem gesonderten Video. So, das war's dann auch schon. Ihr habt ja jetzt einen Überblick über die Sozialversicherungsbeiträge, die von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sowie vom Arbeitgeber aufzubringen sind. Das Ganze kann man zu Hause natürlich nochmal üben. Wie immer könnt ihr unter der bekannten Adresse Arbeits- und Übungsmaterial von mir bekommen. Mich würde natürlich interessieren, wie euch dieses Video gefallen hat. Hinterlasst mir doch einfach mal einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert, dass ich neue Videos erstellt habe. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.